Jetzt komm mal ganz schnell auf den Boden der Tatsachen, mein Junge. Ich habe dich nicht genervt, sondern dich höflich darum gebeten, solche Kommentare zu unterlassen. Die haben auf YouTube nämlich nichts verloren. Yo Leute, was geht bei euch? Hier ist Herr Gusua, direkt am Start, direkt ins Gesicht. Mehr gibt es nicht. Und zwar, wir sind natürlich noch schön im Boost. So, ich hoffe, ihr habt das Video gestern und heute und ach, wie auch immer, gefeiert. Das Tutorial mit dem Alarmstufe Rot. Und ich dachte auch, ha, fängst du jetzt weiterhin gleich noch an, weiter zu spielen? Aber dann dachte ich mir auch, nein, machst du nicht, machst du gleich nochmal eine Runde Clash of Clans, weil I'd like to join your clan. Gucken wir mal rein, weil das halt abgeht. Ja, so weit halt maxed, aber warum denn die Aussage auf Englisch? Kriegst du das? Ich meine, er heißt extra Käse, aber ich meine, da steht extra nicht vergessen. Ja, okay, jetzt steht nicht drinne. Ach komm, ich nehme einfach an. Sorry, wenn ich was falsch gemacht habe. Weil, wie gesagt, ich bin da ja gar nicht so doll involviert, weil es heißt immer wieder, ich kriege immer wieder die Frage, ja, Gusor, warum werde ich abgelehnt? Und wie immer, ich bin da eigentlich komplett raus. Ich nehme sonst keine Leute an. Ich mache das nur, wenn ich halt mal im Video dran bin oder so. Aber ansonsten bin ich da eigentlich nicht derjenige, der es halt macht. So, ansonsten hoffe ich, habt ihr eine schöne Weihnachtszeit. Grundsätzlich. Also nicht nur gehabt, sondern immer noch. Das halt noch richtig schön ihr weihnachtsmäßig unterwegs seid. Das hoffe ich schon für euch. Hier haben wir schön weihnachtsmäßig was am Start. Und da würde ich auch sagen, gehen wir rein. Das sind zwei volle Bohrer und die haben es verdient, gemolken zu werden. Ja, war ein bisschen OP. Das hätte nicht sein müssen. Die kompletten Truppen, aber egal. Hier haben wir ein Gift rein, dass die Riesen da schön reinlaufen und dann haben wir ja wirklich nur unseren Fokus wirklich auf den beiden Bohrern. Der Rest ist mir eigentlich total Lachs. Lachs oder Barsch oder Dorsch oder Hecht oder da, 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 da. Und das hier ist sogar ein schlechterer Bohrer, aber ganz ehrlich, nehmen tun wir den trotzdem. Da ist, aber ich glaube, der ist nicht mal komplett voll. Ich meine, wir haben jetzt schon 1,4K gezogen und wie gesagt, jetzt spammen wir natürlich die letzte Sache natürlich dann auch noch durch. Das ist ganz klar. Hier einmal wunderbar losgelegt, logischerweise. Aber wenn man dann halt einmal drin ist, zumal die Magiertürme sind halt gerade im Upgrade hier, ist natürlich mega gut für mich. Da kann ich natürlich schön ablunzen und bam, schön reingehen. Das ist natürlich gut. Und war okay, 2K Dunkles und fast 200.000 von beidem. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Truppen ausbilden machen wir mal. Hier, wie gesagt, hier nur wieder Standard. Mehr ist da nicht. Deswegen passiert da momentan halt auch nicht so viel. Aber ganz ehrlich, warum soll man wirklich in der Zeit. Warum soll man in der Zeit halt, wo gerade jetzt die Boosts laufen. Warum soll man da mit groß, schweren Truppen, Angriffstaktiken starten, wenn man einfach auf volle Minen und Sammler gehen kann? Alles andere ist Quatsch in dem Zeitraum momentan, finde ich. Ich könnte ja einfach nochmal einen Boost raushauen und das mache ich auch. Dann komme ich, wie gesagt, einfach nochmal ein bisschen mehr in die Gänge. Die Zauberspruchfabrik brauche ich in dem Fall nicht. Das ist vollkommen easy und gechillt. Und ich meine, man könnte auch Only Goblin machen, aber das ist immer so eine tricky Geschichte. Dann steht man halt da und dann hat man genau wie jetzt zum Beispiel gerade das Thema war. Guckt mal rein, wir gehen nochmal kurz rein. Wir analysieren nochmal diesen Fight. Und dann hätte man hier halt, also man wäre auch so reingekommen, klar, weil hier, ich sag mal, seitlich, dann hätte man das ohne Probleme geschafft, keinen Flächenschaden passt. Und dann wäre man halt auch so reingekommen, klar. Aber wisst ihr, was ich meine? Passt. Genau, kurz vorstellen. Genau, einwandfrei. Das sollte machbar sein. So, nee, wie gesagt, das passt. Jetzt gucken wir mal.
140, ja, läuft, kommt. Hauen wir mal raus. Hier schade, nix. Und ansonsten, wie gesagt, finde ich es halt mega geil, dass halt wirklich bei COC wirklich wieder was passiert. Vielen, vielen Dank für das Feedback, wirklich beim letzten Video mit dem macht YouTube nicht kaputt. Weil es ist halt wirklich so, ey, also erstens klar, ich war, nee, den Riese hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber egal. Ich war halt wirklich, ich hatte halt wirklich, sage ich jetzt mal, einen Kopf voll auch grundsätzlich, klar. Aber da habt ihr halt eben auch gesehen, es gibt halt eben auch logischerweise die Tage, wo man halt wirklich nicht so gut drauf ist, wo man normalerweise halt auch eher nicht unbedingt ein Video machen sollte oder muss oder wie auch immer. Muss ja eh nicht. Muss ist falsch gesagt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dass man da sich eventuell zurückhalten könnte. Und sagen können, gut, okay, komm, ich lasse alle fünfe gerade sein. Oder viere oder zwölf oder wie auch immer. An alle Spinnen unter uns, die haben acht Beine, also alle acht gerade lassen. Wisst ihr, was ich meine? Also da halt wirklich die Situation halt zu sagen, gut, okay, komm, passt auf. So und so sieht's aus und das kotzt mich momentan gerade richtig an. So. Anfrage war eben Englisch. Ja, die war zwar Englisch, aber sonst als Engländer würdest du dich nicht extra Käse nennen. Das ist die Sache, die. Ja, wie gesagt, da halt wirklich die Sache, die mich halt wirklich angepisst hat, mit diesem ständigen irgendwie Rumgeflame in den Kommentaren. Und ich habe heute auch wieder so eine Situation gehabt, wo ich, zeige ich euch. Kleinen Moment, zeige ich euch. Tobi Spirit Talk hat ein neues Video gemacht, einwandfrei. So, folgende Sache. Ich meine, also normalerweise soll man solchen Leuten nicht wirklich die Aufmerksamkeit schenken, will ich euch aber einfach wirklich mal zeigen. Wie gesagt, es geht nicht darum, dass ihr den hatet. Absolut gar nicht, weil so blöde. Nein, er hat schon blödes Zeug geschrieben, aber nicht hier, wer weiß, wie rumgehatet. Das war nicht der Fall. So, also folgende Sache. Erstmal ein bisschen leiser machen. So, folgende Sache. Hier, der, wo mich abonniert, bekommt Tobis Nummer. Sowas geht einfach gar nicht. Es geht nicht. Es ist nicht nur so, oh, schade, sondern nee, es gehört da einfach nicht rein. Und obwohl ich sozusagen so von dieser Stimmung darauf bin, also sprich, hey, yo, du Pikachu-YouTube-Star, du hast richtig Kacke gemacht, aber jetzt kommt's und ihr seht's ja, würde ja sonst drinne stehen, bearbeitet oder sowas. Das ist der Real-Text, den ich halt geschrieben habe. Solche Beiträge bitte lassen. Also auch mal einfach das Bitte, denn in beiden Fällen ist es unangebracht, sowas zu machen. Fall 1. Du hast Tobis Nummer wirklich. Kann ja sein, durch irgendwas vollkommen Banane. Und du gibst sie wegen dem Abo raus. Könnte ja sein. So, Fail des Jahres, weil man nicht einfach so andere Nummern weitergibt. Ist ja vollkommen klar. Und Fall 2, du möchtest dir damit nur Abos erschleichen, was höchstwahrscheinlich der Fall sein wird. Aber wie gesagt, hätte ja auch sein können, dass Fall 1 eintritt. Macht man genauso wenig, weil du dadurch nur inaktive Subs bekommst. Also auch klar. Also ist nicht irgendwie Win-Win-Situation, sondern okay. Also fürs nächste Mal einfach nicht solchen Kommentar machen. Also auch nicht irgendwie, du bist scheiße oder wie auch immer. Nein, dann schrieb er Gusunger. Du bist auch YouTuber, OMG. Ja, bin ich auch, klar. So, und dann schrieb gleich, ich muss das, Berdan, Bulut, schrieb Gusua, Gusua, ganz klar, richtige Meinung. Vollkommen richtig, und dann muss einfach mal gesagt werden. So, und dann kam jetzt von Random Gamer XX. Wenn ihr mich nervt, dann teile ich seine Nummer. Chill. Also ganz ehrlich, chill, Junge. Also wirklich. Nochmal, chill. So, und jetzt da. Jetzt komm mal ganz schnell auf den Boden der Tatsachen, mein Junge. Ich habe dich nicht genervt, sondern dich höflich darum gebeten, solche Kommentare zu unterlassen. Die haben auf YouTube nämlich nichts verloren. Oder möchtest du, dass deine private Nummer irgendwo geteilt wird? Ganz, ganz klare Aussage, ganz klare Message. Pass auf, so. Also mal ganz gechillt durch die Hose atmen und nochmal genau überlegen, was du schreibst und dann passiert das auch. Nee, nicht passiert, sondern passt. So, also wirklich immer mit der Ruhe und einfach mal überlegen, was man macht und fertig. Weil, wie gesagt, sonst durch solche Kommentare wird YouTube halt irgendwo zerstört. Ist halt wirklich so.
Herzlichen Glückwunsch, Random Gamer XX, wie auch immer. Du hast jetzt dazu sozusagen beigetragen, beziehungsweise du bist jetzt momentan das schlechte Beispiel in dem Fall. Wie gesagt, bitte ihn nicht haten oder was auch immer, auch gar nichts weiter reinschreiben dazu. Das Ding hat sich geklärt, alles in Ordnung, fertig. Was wie gesagt, sowas geht halt gar nicht. Ihr wisst es alle selber und auch jetzt nochmal an jeden Hater und wie auch immer. Jeder, und da würde ich wirklich wetten, jeder möchte das halt nicht, dass irgendwie seine Nummer in irgendeiner Weise im Internet irgendwie Anklang findet, beziehungsweise irgendwo gezeigt wird. Das ist ja wohl mal ganz klar, oder? Also da hört auch einfach irgendwo der Spaß auf. Und wie gesagt, wenn halt einer sagt, ey, hier, ich mach das, dann ist das einfach falsch, gehört einfach nicht auf YouTube und fertig. So sieht's einfach aus, benehmt euch und fertig. So ist das. So, jetzt gucken wir hier nochmal, ob wir hier nochmal ihn weglunzen können. Und dann ist das okay. Wie gesagt, vergeben und vergessen. Ich bin da absolut nicht nachtragend. Aber wie gesagt, so eine Geschichten höre, die gehören einfach nicht dahin und fertig. Spammt bitte YouTube einfach nicht so voll. Weil YouTube ist ein mega geiler Ort, wo sich halt wirklich extremst viele nachmittags halt treffen. Muss man, es ist ja nun mal so, sind wir doch mal ehrlich. Es ist halt einfach so, wie oft kriege ich halt die Nachricht, wo ich mich halt einfach mega drüber freue, dass halt einer schreibt, ey, hier, komm gerade von der Schule, Schule war halt nicht so toll, jetzt erstmal Gusos Video gönnen, mega geil. So ist es richtig und genau so ist es gedacht. Und wie gesagt, klar, dass ich da zusätzlich auch was Geld mit verdiene, ist natürlich schön, ganz klar, logisch, aber grundsätzlich, es ist einfach eine schöne Situation und man soll damit Spaß haben. Und nicht, oh Mist, jetzt werde ich hier wieder von irgendeinem angepöbelt und wie auch immer. Nee, warum denn? Also wirklich einfach, ja, einfach in Frieden und Sportlichkeit miteinander leben und dann passt das. So sehe ich das. Und das sehen garantiert eigentlich 95% der Leute auch so. Und wie gesagt, solche Kommentare auch mit diesem Like, wenn du Schnee toll findest oder sowas. Ja, hat das jetzt wirklich was mit dem Video zu tun? So eine Geschichte einfach wirklich. Natürlich ist es schön, wenn mein Kommentar irgendwie ganz oben steht. Ja, aber muss es sein? Ganz ehrlich, muss es sein? Mit diesem erster, zweiter, dritter, vierter und so weiter und so fort. Daran habe ich mich ohne Ende gewöhnt. Und finde ich gar nicht wild. Das ist so eine Sache, wo ich sage, ey, komm, das ist halt, ich muss halt da auch irgendwo dazu sagen, ich mache halt Content für Jugendliche und Kinder. Ich bezeichne euch halt eben, euch als Zuschauer halt eben auch als Kinder. Das ist ganz normal, darf auch so sein. Warum denn auch nicht? Dann muss ich auch irgendwo von mir aus selber auch irgendwo auch davon ausgehen, okay. Das wird halt von Kindern oder Jugendlichen halt geguckt. Und dann kann man auch mit so einer Reaktion mal rechnen. Und dann ist das auch vollkommen safe. Dann ist das gar nicht schlimm. Aber die Sache ist halt einfach die, so ein Kommentar, erster, zweiter, dritter, ist ja gar kein Thema. Das hat ja aber noch nichts mit, oh, ich gebe deine Nummer raus zu tun. Kleiner Unterschied. Nur mal so von der Sache. Also von daher kommt es auf die Qualität der Kommentare natürlich an. Von daher. Seht das so. Und ich glaube, da bin ich definitiv nicht der Einzige. So, das passt. Wie gesagt, da jetzt Deckel drauf und fertig. Jetzt gucken wir mal. Mein Drucker hat sich gerade selber ausgemacht. Läuft bei dir auf jeden Fall richtig hart. Wir haben hier wieder 4K. Oh, und hier einmal rein. Das wäre schon nett. Ich meine, im Gold, im Elix-Bereich brauche ich es nicht. Aber hier rein, aber. Dann wäre natürlich erstmal hier Minen und Sammler außen. Die Bohrer sind nicht doll. Ach kommt, Leute, da kriegen wir bessere Sachen. Da kriegen wir definitiv bessere Sachen. Aber ansonsten ist der Loot halt momentan wirklich, wirklich echt akzeptabel. Man braucht nicht, wer weiß, wie lange suchen. Und man kriegt natürlich auch alleine schon halt durch den Boost selber, sind wir ehrlich, durch den Boost selber kriegst du natürlich ohne Ende. Wenn du jetzt halbwegs aktiv bist und immer wieder deine Mine und Sammler abfarmst,
hast du natürlich durch den Boost richtig was geschafft in der Zeit. Also ich stehe wieder da, ich habe wieder alleine jetzt, ich glaube, 3 Mauern auf 10 gebracht, nur mit dem Elixier, weil ich halt eben wieder 8,5 Millionen hatte und nichts damit anzufangen wusste, weil ich halt gerade im Forschen bin. Und jetzt habe ich mir nochmal gesagt, gut, okay, komm, nochmal 2 Mauern gönnen und fertig. Also von daher, das ist the best way to get your Mauern high oder wie auch immer. Ja, also von daher passt das. Hier auch wieder ziemlich geil. Ziemlich geil und natürlich direkt ins Gesicht. Ich kann da einfach nicht an mich halten. Es geht einfach nicht. Einer? Ohohohoho. Ich mag das. Ich mag das einfach nur. Und jetzt hauen wir hier einfach nochmal die Riesen rein. Und dann halt nochmal schön hier das volle Kommando. Richtig schön die Goblins rein, rein, rein. Und auch wenn ich woanders halt mehr kriegen würde, theoretisch. Ja, dann zählt das irgendwie so, oh, ich habe ihn trotzdem getrollt. Also er hat eine Trollbase und will halt trollen und kriegt es dann aber nicht hin, weil er nicht damit gerechnet hat, dass einer halt nur mit Goblins angreift. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Ihr seid aber auch ein bisschen komisch, dass ihr dann da lang rennt. Aber vollkommen egal. Wir haben ein bisschen Loot gemacht. Das passt. Und wir haben halt seine Base zerstört. Sogar noch das Town Hall mitgesnackt. Und dann war es das. So, gucken wir mal hier. Nee, da passiert nicht mehr. Nicht der Rede wert, aber ich hab's ihm gegeben. Kennt ihr doch alle dieses Gefühl? Kennt ihr doch alle. So, wir sind bei 6,1 Millionen. Läuft. 12 hier, nee, lohnt sich nicht. Aber ansonsten halt wirklich wenig geskippe, wirklich sehr wenig geskippe und gleich schön wieder entweder ein bisschen Dunkles hat man hier auch ganz nett, aber da ist halt der Magierturm auch wieder dabei. Nö, lassen wir, kriegen wir woanders günstiger. Jetzt mal halb voll ungefähr. Kriegen wir woanders besser. Kriegen wir auf jeden Fall woanders besser. Hier auch nicht wirklich viel am Start. Achso, nebenbei. Ihr wollt ja ein bisschen immer, dass ich euch so ein bisschen auf dem Laufenden halte. Ich weiß natürlich nicht, ob Lichtle jetzt gleich schon das Video rausgebracht hat. Aber Stand heute, also Mittwoch ist ja heute. Stand Mittwoch, sagte er mir gestern, er hat 39 Fieber. Und deswegen, weil er sagt ja, oh, ich bin schon am Schneiden vom Video und so, das kann ich ja soweit vorausnehmen. Und er wollte das machen und dann kam ihm die Krankheit dazwischen. Wie gesagt, Hashtag 39 Grad ist natürlich nicht so toll. Auf jeden Fall, da sage ich halt auch nochmal gute Besserung an dich. Aber wie gesagt, Lichtle wird jetzt nicht mein Video gucken. Glaube ich nicht wirklich. Aber wie gesagt, wir haben da eben noch regen Kontakt zueinander. Bloß, es ist halt einfach irgendwo, ja, also, beziehungsweise, auch wenn ihr halt fragt, oh, was ist mit Lichtle und so weiter und so fort, ist es halt einfach irgendwo auch doof. Beziehungsweise, ich möchte es halt auch nicht ausnutzen und dann sagen, wie gesagt, im Titel wieder, oh ja, hier, guck mal, hier, Neues über Lichtle und so weiter und so fort. Und in irgendwie jedem zweiten Video und dann irgendwie was über ihn sagen. Das ist irgendwo auch ein bisschen fail. Guck mal hier. Hier, der ist auch nur halb voll, sage ich jetzt mal. Jetzt gucke ich 3900. Und ich habe hier meine Goblins. 3900 gucke ich. Zack, 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 zack. Ja. Okay, aber naja. Na. Nee, da gibt's definitiv bessere. Das waren 400 pro Bohrer. Nee. Da gibt es definitiv schönere Sachen. Kleinzeug kriegst du. Ganz klein. Lucky is. Oh, schon so lange her. Komm. Nee, also hier irgendwie 2 Stunden nichts gespendet bekommen. Das ist eine Sünde. Die geht gar nicht. Oh, hier sehr nice. Sehr, sehr, sehr nice. Da mache ich Folgendes. Ich gehe hier rein. Natürlich gar nicht mal so verkehrt. Ah, der geht erst darauf. So ein Sack. Aber ganz ehrlich, da ist mir der Loot halt einfach wirklich so krass gut. Also, was heißt so krass gut? Aber er ist ausreichend dafür, dass man halt eben wirklich hier Riese und König und so weiter und so fort mal
investieren kann und da mal ein bisschen den Scheitel mit dem Spaten nachziehen kann, auf jeden Fall. Wenn ihr wisst, was ich meine. Zack. Jo, da sind wir dabei. Das ist prima. Passt auch. Zack, wieder schön. Zwei Mauerbrecher hätte nur einer gereicht. Aber naja, dann hätte wiederum der eine Mauerbrecher wäre bei der einen Sache draufgegangen. Der zweite dann bei. Ah, da ist die Frostfalle. Die Frostfalle. Ja. Yeah. Ultra. Er hat seine Fallen am Start, aber dafür hat er halt seine Sachen, die er hier. Zack, yeah. Die er halt hätte absammeln können, die Sammler und Minen, die hat er halt wirklich absolut nicht gepflegt, sag ich mal. Das tut ihm natürlich jetzt ganz schön weh. Und jetzt kommt's natürlich. Kann ich noch irgendwas anderes Billiges hier so ein bisschen abholzen? Holzi, Holzi, Holz. Ja, hier, das mache ich. Obwohl das ja jetzt relativ viel an Truppen kostet, mache ich das, dass ich auf die 30% komme. Dass ich den halt wirklich jemand anderem halt auch. Zack, ich habe dem das Schild gewährt. Passt. Das war ja das, wo ihr wirklich Wert drauf gelegt habt. Und was wirklich, wie gesagt, vollkommen in Ordnung ist. Das ist vollkommen in Ordnung, wenn man halt denjenigen dann auch das Schild gibt, dass der sich halt wieder regenerieren kann. Und dann ist das okay. So, jetzt können wir wieder Schnellausbildung hier tun, machen. Wir haben wieder fast 6,5 Mille. Ja, ansonsten, wie gesagt, von der Situation mit den Verbesserungen bzw. von den Veränderungen halt wirklich bei COC mega nice, dass man halt wirklich jetzt diesen Block da oder diese Art Kalender angezeigt kriegt hier mit den Neuigkeiten. Bäm, Junge, da siehst du, was ist halt am Start, was hat sich verändert und fertig. Also das ist schon mega geil. 760, ja, wo, da hat er schon mal das Dunkle draußen. Und dann hat er aber nichts für uns, was wir kriegen können. Nebenbei noch, ich hab. Ich guck mal. Bäm, Junge. Jo, dies ist der Popschutz oder es ist eine Augenklappe. Ja, habe ich mittlerweile nicht mehr dran, weil ich finde, ich brauche es doch nicht mehr. Also wenn ich, sorry, wenn ich das Mikrofon halt weit genug weg habe, die Mikrofonqualität ist ja vollkommen in Ordnung, denke ich mal. Wenn ich das Mikrofon weit genug weg habe, brauche ich den Popschutz nicht und dann spare ich mir das halt eben im Bild. Dann ist es halt einfach viel, viel kleiner, eben auch viel handlicher für mich zu handeln, besser zu handeln. Und dann passt das so hier. Jetzt alle drei Riesen weg. Und einmal drauf. Ah, der hat sogar noch was in der CB, der alte Large. Ja, komm, komm. Ja, gönn dir, komm, das darfst du. Das darfst du definitiv. Jo, da ist der weg. Und da haben wir hier noch ein bisschen was kommen. Lulu, oh, schön, die 7, die mussten jetzt sein. Die 7 mussten definitiv sein. Hier können wir auch noch mal einen wegballern und dann passt das. Immerhin ein K, nicht viel rausgehauen, läuft. Und Beben Magier und Riesen, ja, Riesen habe ich ja sogar. Und dann ein Beben. Ich gehe mal vorsichtig ran und würde sagen 200. Nee, mehr. Okay, gut, dass ich es probiert habe. Frostfalle. Hieß der Bofrostmann, der Bofrostmann. Yeah. Da gab es mal ein Lied von Toten Hosen. Könnt ihr mal googeln. Bofrostmann, ich glaube Tote Hosen. Ah, das war auch nicht schlecht. Da hat er sich irgendwie darüber beschwert, dass der neue Stecher von seiner Ex irgendwie der Bofrostmann war. Irgendwie sowas. Oh yeah, schön voll, aber auch nicht gemaxt. Aber egal, ah ja, wieder mal ein Riese gedroppt. Aber trotzdem, das nehmen wir natürlich mit, klar. Da sagen wir, Weihnachten ist nicht immer, sondern nur heute und die Tage davor. My brain is full oder empty. Auf jeden Fall sind seine Minensammler jetzt empty. Ja,
passt. Einwandfrei passt. Einfach mit durchgewunken. Ich habe den zweiten Weihnachtsbaum. Nur mal so nebenbei. Kann ja sein, dass es jemanden interessieren sollte. Und wie gesagt, Gems-mäßig oder Gem-mäßig momentan, ja, man kann die Gems halt definitiv nicht besser verwenden als für das Boosten der Minen- und Sammler und Bohrer. Da kriegt man halt richtig was fürs Geld. Und hier sehen wir gerade mal eine ganz komische Spezies, nämlich einer, der sich denkt, wenn ich rechts unten meine Lager hinpacke, sieht der Gegner die nicht. Ist immer so eine komische Aussage, aber kommt hier und da mal vor. Sowas gibt's. Wo du echt sagst, Alter, warum hast du denn ein Lager da? Egal, ich nehme sie mit, kein Thema. Bevor es jemand anders tut, wa? Sind wir mal ganz ehrlich. Das ist doch nur reiner Schutz für ihn. Ah, hier, den könnte man noch. Ach kommt, Leute, den nehmen wir noch mit. Den nehmen wir noch mit. Ah, nee, war gar nicht mehr nötig. Egal. Ganz egal. Wir haben hier keinen Flächenschaden drin. Das ist natürlich mega gut. Und da haben wir einen Bohrer, der jetzt leer ist. Passt. Ah, der ist hier. Ah, der Flächenschaden ist hier auch nicht so am Arbeiten. Jetzt gucken wir mal. Jetzt werden die Bomber natürlich, beziehungsweise die Mauerbrecher natürlich ordentlich auf den Sack bekommen. Klar. Aber wir gehen hier mal. Hoffentlich durch die Mauer durch. Ja. Und jetzt bitte in den Bohrer. Ja. 2,9. Oh, mir wurde schon schlecht. Immerhin nochmal knapp 400 mehr. Jo, 880. Passt. Ist okay. Damit möchte ich euch verlassen für diese Zeit, für dieses Video. 6,6. Habe ich noch ein bisschen was in der CB? Ha, schade. Aber das farme ich mir noch zusammen. Und dann würde ich mal sagen, kann ich mir die nächste Kanone auf 13 gönnen? Oh, die sind ja. Ah, ja, klar. Denkfehler. Denkfehler gönnen wir uns, aber nicht die, weil die gerade hier im Bau ist. Die ist schon 13. Na, guck mal hier, dann machen wir das da so. Zack. Und dann bauen wir die. Und alles ist schick wie nie. Haut mal rein, ich wünsche euch was. Macht's gut, ciao, ciao.